der nahe ist, wenn ich dran habe. Die selbsttragende Wanne aus Panzerstahl bietet Schutz gegen Beschuss aus Handfeuerwaffen und Splitter. Die Sicht nach vorne und zu den Seiten hin erfolgt durch Panzerglasscheiben. Alle Räder der drei Achsen sind angetrieben, die beiden vorderen Achsen sind als Lenkachsen ausgebildet. Kommandant des Spürpanzerfuchses ist der Unteroffizier Birnbaum. Spürer ist der Obergefreite Fachini. Kraftfahrer des Fuchses ist der Stabsgefreite Heumann. Die Soldaten kommen aus der 3. Kompanie des ABC Abwehrbataillon 7 und sind in Höxter in Nordrhein-Westfalen stationiert. Wir zeigen Ihnen nun den Fuchs im Spüreinsatz. Dabei werden alle Arbeiten unter ABC-Schutz ausgeführt. Das bedeutet, dass das Fahrzeug luftdicht verschlossen ist und die benötigte Atemluft durch eine Schutzbelüftungsanlage gereinigt wird. Während der Fahrt berühren die Spürräder am hinteren Teil des Fahrzeugs die Bodenoberfläche, nehmen eventuell vorhandene Kampfstoffe auf und werden abwechselnd an die Spürsonde geführt. Nachdem Kampfstoffe festgestellt wurden, wird das Verfahren Punktspüren angewendet. Bitte beachten Sie die Sonde am Heck des Fahrzeugs. Mit dieser wird vorhandener Kampfstoff unmittelbar festgestellt. Wenn er vorbei ist, halt ein bisschen runter. So, genau so. Panzer setzt die Aufklärung fort und durchstößt das vergiftete Gebiet in der Betriebsart Luftspüren bis zum Erreichen der hinteren Grenze der Kontaminierung.